Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es einen leckeren Bulgursalat. Der ist ratzfatz zubereitet. Ihr könnt auch alternativ Couscous verwenden, was ihr gerade da habt. Und dann werden wir erstmal ein bisschen Zwiebel anschwitzen, zusammen mit Tomatenmark und Paprikamark. Paprikamark ist ein bisschen scharf, je nachdem, was ihr für eine Sorte habt. Dann brauchen wir noch einen Bund Petersilie, ein bisschen Balsamico, Salz und Pfeffer. Alles wird dann unter den Bulgur gemischt, ein bisschen ziehen lassen und wir haben einen verdammt leckeren Bulgursalat. Zuerst brauchen wir eine Zwiebel, die wird fein in Würfel gehackt. Dann gebe ich etwas Öl in einer Pfanne. Dann die Zwiebel kurz anschmoren, es sollte allerdings nicht zu braun werden. Paprikamark dazu, Tomatenmark, alles nochmal kurz umrühren und noch für 2 bis 3 Minuten in der Pfanne lassen. Jetzt habe ich hier schon die Petersilie, die wird schön fein gehackt. Und danach brauchen wir noch den Saft einer halben Zitrone, die wird kurz aufgeschnitten. Dann gebe ich die Petersilie zum Bulgur, den Zitronensaft drüber, einen Schuss Balsamico-Essig und die Zwiebel mit dem Tomaten- und dem Paprikamark. Der Salat ist wirklich super lecker geworden. Normalerweise sage ich immer, in Bulgursalate gehört auch ein bisschen frischer ran wie Minze oder sowas. Allerdings durch die Zitrone wirkt das Ganze schon ziemlich frisch. Und es wäre dann stark überlagert, wenn wir jetzt noch Minze dazu reinmachen würden. So passt es einfach perfekt. Die Zutaten sind natürlich wie immer in der Infobox aufgelistet. Wenn ihr es nachmachen wollt, würde mich das sehr freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn euch das Rezept gefallen hat. Ansonsten abonniere nicht vergessen, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, jetzt einen guten Appetit. Tschüss.